Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal mit dem Schwerpunkt Rasenbewässerung. Dieses Video ist der zweite Teil einer dreiteiligen Serie rund um den Ausbau, um die Erweiterung meiner bestehenden Rasenbewässerungsanlage. Und der Schwerpunkt dieses zweiten Teiles wird die Installation, der Zusammenbau des Verteilerkastens, des Verteilerventilweges und dergleichen sein. Viel Spaß damit! Bleibt dran und verpasst auch die weiteren Videos nicht. Das für den Umbau benötigte Material habe ich jetzt noch aus Restbeständen zusammengetragen bzw. teilweise auch dann nachgekauft. Unter anderem wird der ein oder andere auch diesen Sprenger wiedererkennen von einem meiner letzten Videos. Ich habe verschiedene Düsen noch über, die ich dann neu einbauen kann. Ich habe hier bereits mir das Steuerkabel gekauft, YSLY 5x075. Das heißt, in dem Fall habe ich ein Kabel für die Masse und ein Kabel, wo dann ja die Spannung anliegt. Also zwei Kabel, die ja pro Ventil kommen. Heißt jetzt im Umkehrschluss, ich kann insgesamt 4 Ventile an dieses Kabel anschließen. Und die Steuerbox selber möchte ich euch auch zeigen. So sah der Karton aus, in der sie geliefert worden ist, also relativ groß. Und dann möchte ich das Ganze mal auspacken und euch zunächst die Steuerbox vorstellen. So schaut das Ganze aus, wenn ich es ausgepackt habe. Ihr seht jetzt praktisch hier einmal diesen Versteilerstrang, der Zulauf mit einem Einhandhebel zum Abstellen des Wassers. Hier hinten ist noch ein offenes Stück. In diesem Set inklusive war auch gewesen direkt ein Übergang für einen Druckluftanschluss. Das kennen einige auch schon aus einem meiner Videos, dass ich unter anderem das selber schon nutze, indem ich dann pünktlich im Herbst, wenn dann ich hier alles einmotte im Garten, ich meine bisherigen 3 Beregnungskreise alle mit Druckluft auspuste. Die Installation von diesem System findet ihr auch in meiner Playlist. Die Ventile schauen jetzt anders aus als draußen in meiner Box. Das liegt einfach daran, dass ich bisher komplett mit dem Hunter-System gearbeitet habe und nunmehr eine Box geholt habe, die nicht von Hunter ist, sondern ihr seht es hier, das Ganze ist von Rainbird. Ebenfalls eine doch sehr bekannte Marke, also das ist jetzt kein Billigkram, sondern doch, wie sagt man so schön, der Mercedes unter den Beregnungsinstrumenten, Anlagen. Die Box selber ist jetzt ausgelegt für insgesamt diese 4 Beregnungskreise. Die ist relativ groß. Vielleicht so als Hinweis noch mit, ich erhalte weder von Rainbird, Hunter, Gardena oder sonst irgendwo wem jetzt Geld für diese Videos, die ich mache. Die Links, wo ich das Ganze her habe, also meine Amazon-Einkaufsliste, die stelle ich aber regelmäßig immer in die Beschreibung mit ein. Also wer mag, kann dort einfach draufklicken und weiß sofort, wo ich das Ganze her habe. In dem Fall sieht man jetzt hier, wir haben knapp 50 cm, das ist der Oberflächenbereich. Und im unteren Bereich kommen wir hier auf gute 60 cm. Das Ganze ist also relativ groß. Und wenn das Ganze dann hier drin eingebaut wird, ich halte das jetzt einfach mal so drauf, ist ja gar nicht mehr so viel Platz zum Arbeiten in der Box vorhanden. Da braucht es dann schon Pianistenfinger. Bevor ich die Box nun in die Erde einbaue, möchte ich den bestehenden Verteiler neu aufbauen, da die Kombination, die Winkel nicht ganz den Anforderungen entsprochen haben, wie ich sie benötige. Ich habe das ganze Teil praktisch jetzt nochmal auseinandergebaut. Ihr seht, wir haben einmal diesen langen Vierfachverteiler vorne mit einem Schraubgewinde als Übergang und hier hinten dann mit einer Überwurfmutter als Übergang, hier sogar mit einer Dichtung versehen. Das heißt, flach abschließend bräuchte ich jetzt noch nicht mal abbinden mit Gewebeband oder Teflonband oder ähnliches Hanfband zur Dichtheitsherstellung, dass kein Wasser ausrinnt. Und die Box wird praktisch jetzt so in die Erde reinkommen, also der Verteiler. Und ich möchte, dass jetzt hier der Wasserzufluss erfolgt. Das heißt, hier fließt das Wasser hinein, wird dann auf die einzelnen 4
Ventile verteilt. Hier drüben der Bereich, den benötige ich im Moment nicht. Dafür habe ich ein Anschlussstück, um vielleicht mal einen weiteren Nippel zu installieren für die Druckluftentwässerung oder ähnliches. Also hier kommt erstmal eine Blindkappe drauf und hier an diesem Bereich wird ein weiteres Rohr angeschlossen, und zwar jenes Rohr, was dann im Moment ja noch nicht genutzt wird, aber als Weiterleitung dienen soll für eine Wassertankstelle oder für eine weitere Verteilerbox für andere Rasenbewässerungsverteilersysteme. Die benötigten Materialien waren ja alle inklusive. Das heißt, ich habe zum einen diesen Hahn, dieses Absperrventil, sieht man jetzt hier. Wichtig ist halt dann wirklich darauf zu achten, dass der Durchfluss insgesamt groß bleibt, dass man sich nicht zu sehr verengt, weil mit jeder Engstelle, egal wo im System sie auftritt, ja der Wasserdurchfluss gebremst wird und dann irgendwo an den Ventilen oder an der Wassertankstelle oder wo auch immer fehlt dann der nötige Druck, selbst wenn die Rohre dazwischen ausreichend groß dimensioniert sind. Dieses Stück werde ich jetzt hier anbringen. Gleichzeitig soll ja hier das Wasser einlaufen. Das ist das einzigste Teil, was jetzt im Set nicht inklusive war. Das heißt, hier war ursprünglich eine Blindkappe drauf gesehen, weil so wie ich das gekauft habe, war das System so konzipiert, dass es nur einen Zufluss gibt, aber keinen Abfluss außerhalb dieser vier Ventilabgänge. Und ich möchte ja praktisch hier mit einem PE-Rohr rein, hier mit dem PE-Rohr wieder raus. Der Anschluss hier ist ja bereits vorhanden und dieses Teil musste ich in dem Moment separat erwerben. Also wenn ihr sowas vorhabt, nur so als Tipp, vorneweg schauen, ob alles dabei ist. Ich hatte das Glück, dass diese Kupplung hier im Baumarkt erhältlich war. Also da bin ich dann nochmal fix losgefahren, habe die noch geholt. Die wird dann hier angebracht. Und auf der anderen Seite habe ich ja jetzt schon diese Blindkappe. Die wird dann hier eingebracht. Und anschließend werde ich dann auch noch die vier Ventile wieder aufbringen. Auch hier ist es sehr schön gemacht, wie ich finde. Jeder einzelne Überwurf hat hier eine Gummidichtung, das heißt, ich muss das Ganze nicht groß umwickeln oder abdichten, weil durch die Nullringe hier drunter das soweit ja alles schon gegeben ist. Ich beginne zunächst mit der Blindkappe. Hier habe ich ja eine Gummidichtung anliegen. Die Blindkappe selber hat sogar noch mal einen Nullring als Überwurf, aber soweit komme ich hier gar nicht rein. Na, das mache ich erstmal alles handfest, das wird dann später noch nachgezogen, aber denkt bitte immer dran, nach fest kommt ab. Und diese Teile jetzt hier, als auch der Abgang mit dem Schieber, den werde ich vorher noch abbinden, dass hier keine undichten Stellen entstehen. Ich habe jetzt den Eingang angeschlossen, ich habe diesen separaten Abgang angeschlossen, habe auch das Nullstück angeschlossen. Hier drüben an dem habe ich dann im Nachhinein gesehen, ist doch schon ein Nullring drunter. Da musste ich das nicht extra abbinden. Hier habe ich nochmal Gewebeband eingebracht, um das Ganze wasserdicht zu bekommen. Und hier hinten am Endstück ist auch ein Nullring drunter, da konnte ich das einfach nur so anziehen. Das Ganze zunächst handfest und dann mit der Wasserpumpenzange nochmal leicht nachgezogen, dass das Ganze zumindest nicht wackelig ist, sondern einfach schön stabil fest. Ich werde nun die Ventile, die ich euch hier in der Nahaufnahme dann nochmal zeigen möchte, ebenfalls anbinden. Ihr habt jetzt hier, mal reinschauen, sieht man da was, sieht man nicht viel, also das Wasser durchströmt dann links und rechts hier durch. Hier irgendwo sitzt dann ja, das Ventil, das dann magnetisch geöffnet wird. Hier ist dann der Ausgang. Diese Ventile werden dann jeweils einzeln hier angebracht. Verwechslungsgefahr gibt es meiner Meinung nach nicht. Denn selbst wenn jetzt die Abgänge nicht aufgeschraubt werden, ihr habt ja auf beiden Seiten ein Außengewinde, ist hier ganz klar definiert Eingang und hier auf der Seite nochmal klar definiert der Pfeil für den Ausgang. Das Ganze wird dann einfach nur angeschraubt, wird dann über die Überwurfmuttern hier dann festgeschraubt.
handfest. Sollte reichen. Das sind Nullringe drin. Dass das Ganze dann praktisch so ausschaut. Bevor ich jetzt aber die anderen Ventile anbringe, möchte ich zunächst an der Box testen, wie die Ventile angebracht werden, also mit den vorgesehenen Öffnungen, weil, wie bereits erwähnt, möchte ich ja diesen Bereich ebenfalls mit in die Box einbauen. Ich habe nur vier vorgestanzte Öffnungen und diese Öffnung für den Eingang hier, als auch den Ausgang auf der anderen Seite, müsste ich in der Ventilbox ja zunächst erst einmal einbauen. Ihr seht also hier wieder meine Ventilbox. Die stand heute nach draußen, es hat geregnet, deswegen ist sie auch so nass. Und wenn ich das jetzt einfach mal so davor stelle hier, seht ihr jetzt hier, wir haben hier die einzelnen vorgestanzten Öffnungen, wo dann die Abgänge jeweils, also diese Abgänge hier jeweils nach außen gehen. Und für diesen großen Durchlauf, also der Ausgang auf dieser Seite und der Eingang, der dann von dieser Seite kommt, fehlen mir noch die Öffnung. Und hierfür mache ich eins. Das Ganze wird jetzt so hingestellt, dass die einzelnen Ventile mittig über den Öffnungen sind. Und anschließend mache ich mir einfach eine Markierung auf der Box mittig. Das ist dann hier so. Die Höhe ergibt sich ja von hier. Das ganze Spiel nochmal auf der anderen Seite und das Ganze werde ich dann mit einem Lochbohrer einfach ausbohren. Wichtig ist, wenn ihr anzeichnet und dann losbohren wollt, achtet darauf, dass die Box dann bereits richtig rumsteht. Also das spielt ja im Moment noch keine Rolle, rechts oder links, aber sobald ich die Löcher gesetzt habe, ist die Position der Box in der Erde vorgegeben. Und bei dieser Box von Rainbird ist es so, dass hinten kleine Haken dran sind. Das heißt, die Box wird hier hinten eingehakt und hier vorne ist zwingend der Verschluss. Bei meiner Hunterbox bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob es da überhaupt eine Rolle spielt, ob ich die in den Deckel links oder rechts rum reinbringe. In dieser Box hier von Rainbird ist es aber auf jeden Fall so. Das heißt, vorneweg schauen, dass ihr eure Markierung auf der richtigen Stelle positioniert. So, ich habe die Markierung jetzt übernommen. Das sieht man jetzt auf dem Video nicht ganz so gut. Also ich habe jetzt hier mir einfach den Strich durchgezogen. Ich habe die Mitte genommen von diesen vorgefertigten Auslässen. Ich werde aber noch ein Stückchen höher gehen. Das gefällt mir einfach ein bisschen besser. Für den Fall, dass die vorgefertigten Löcher jetzt nicht ganz passen, kann man das Ganze immer noch mit einer Stichsäge oder notfalls mit einer Flex nochmal vergrößern. Also die Box ist dahingehend wirklich stabil, dass die Löcher hier vergrößert werden können. Zum Einbringen des Durchgangs verwende ich jetzt einfach einen normalen Akkuschrauber mit einem Holzbohrer in meinem Fall. Den hatte ich gerade zur Hand, einen alten. Natürlich bietet sich da gegebenenfalls, hier ist meine Markierung, auch ein Metallbohrer an. Und für den Durchgang verwende ich jetzt einen Kernbohrer bzw. als ein Lochbohrer, einen großen. Das ist ein für Metall. Den hatte ich damals schon verwendet, um meinen Tool die entsprechenden Öffnungen einzubringen. Das vorgefertigte Loch wird einfach fixiert und dann habe ich hier, hier, hier und hier die Ventile und hier geht dann direkt das PE-Rohr in diesen Bereich durch. Das Loch werde ich jetzt auf der anderen Seite genauso setzen. Wichtig, wie gesagt, die Höhe ist im Nachhinein noch variierbar. Ich habe jetzt in dem Moment an meinem Poolhäuschen schon ausgemessen, wo es der Erdoberfläche, also wo es oben 0, wie tief sind die Rohre in der Erde drinne, dass ich diese Höhe wirklich dann direkt aus der Wand übernehmen kann. Ich bohre jetzt noch das Loch auf der anderen Seite und dann bin ich gleich wieder mit dem Zusammenbau des Verteilers für euch da.
zweite Loch habe ich eingebracht, das seht ihr jetzt hier hinten. Hier vorne das erste, alles schön in einer Flucht. Die Durchgänge jetzt hier vorne, entweder mit einer Eisensäge oder mit einer großen Kneifzange, kann man die sich einfach hier freizwacken, dann in der Höhe, in der man sie benötigt, entweder alles oder, wenn das dann passend ist, in der richtigen Höhe. Das Ganze wird ja sowieso in ein Kiesbett gesetzt und ich mache dann eins, damit mir der Kies nicht durch das Loch komplett reinfällt, werde ich hier noch ein Vlies zwischen die Rohre außen rumlegen, auch auf der anderen Seite dann, dass ja, egal wie groß das Loch ist, das Ganze immer noch geschützt ist, dass außenrum der Kies bis hier oben hin liegt und innen drunter in der Box problemlos Platz ist, um da drunter noch zu arbeiten. Zurück auf meiner Werkbank montiere ich jetzt die restlichen drei Ventile. Was mir jetzt auffällt, hier diese Überwurfmutter kann hin und her geschoben werden, aber der Dichtgummi hier sitzt auf der Überwurfmutter. Das heißt, man kann es vielleicht, ja, ein bisschen kann man sehen, dass sich hier drunter ein kleiner Spalt ergibt. Das heißt, hier irgendwo am Übergang muss irgendwo nochmal ein Dichtmittel sitzen, weil ja sonst das Wasser hier hinten rausströmen würde. Das ist eine Sache, da werde ich mich jetzt nochmal zu belesen. Kommt mir etwas seltsam vor, aber das Bausatz ist ja so geliefert worden. Irgendwo wird das Ganze sich schon einen Sinn machen. Sollte man hier noch was beachten müssen, sollte da noch irgendwas reinkommen oder ähnliches, dann würde ich das entweder in die Kommentare unten reinschreiben, also in den Text zum Video, beziehungsweise würde ich dazu dann einfach noch was nachreichen. Das ist dann jetzt der letzte. Und fertig. So, die Sache mit diesen verschiebbaren Überwurfmuttern hat mir jetzt wirklich keine Ruhe gelassen. Deswegen habe ich jetzt, bevor ich stundenlang im Internet suche und nur halbfertig Antworten finden, kurzerhand mir mal ein kleines Provisorium gebaut, habe einen Übergang geschaffen zu einer ganz normalen Kupplung, also Bewässerungskupplung, das Ganze jetzt einfach hier am Wasserhahn mit angeschlossen. Und ich mache jetzt mal eins, drehen jetzt langsam das Wasser auf und schauen mal, ob dieser Bereich, also hier hinten insbesondere, ob der dicht bleibt. Wasser läuft. Kommt vorne raus. So, ich habe die Wasserleitung komplett offen. Jetzt tröpfelt es hier ein bisschen raus, aber das ist ein Provisorium, das ist nicht schlimm. Aber dieser Bereich jetzt hier ist alles trocken, das hält. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es funktioniert. Und wenn ich jetzt das Ventil hier öffne, auch und hier. Ja, funktioniert. Also, fertig zusammengebaut. Kann man in dem Moment gleich mal einen Dichtigkeitstest machen an den Stellen, die so bleiben sollen. Zum Beispiel hier, alles trocken. Sehr schön, dann machen wir das Wasser wieder aus. Entleeren. Und dann kann das Ganze eingebaut werden.